Seite. Wenn ein Hund langsam und zögernd zum Versteck läuft, soll der Helfer sich leicht ins Versteck zurückziehen, starken Augenkontakt vermeiden und vielleicht seinen Kopf leicht zurückneigen, um den Hund zu zeigen, dass der Helfer beeindruckt ist. Dies wird dem Hund Mut geben und ihn dichter zum Helfer bringen, wo er dann seinen Anbiss erhält. Obwohl der Helfer im Versteck häufig auf den Hund eingehen muss, ihn ermutigen muss, soll der Einfluss des Helfers doch möglichst auf ein Minimum beschränkt werden. Der Helfer soll den Hund im Versteck weder hetzen, noch ihn anderweitig stimulieren. Das würde nur dazu führen, dass das Bellen und die Aufmerksamkeit des Hundes von der Stimulation abhängig werden. Um ein aktives, treibendes Bellen zu erzeugen, müssen wir darauf warten, dass der Hund seinerseits die Initiative ergreift. Er muss spontan seine Macht ausdrücken und damit dem Helfer einen Grund zur Reaktion geben. Beim Stellen und Verbellen wünschen wir, neben der Intensität und dem klaren Blick des Hundes, verschiedene Verhaltensweisen zu sehen. Der Hund sollte dicht und gerade vor dem Helfer sitzen. Er soll dem Helfer ins Gesicht sehen und ihn drangvoll treiben, um ihn zu einer Aktion zu bewegen. Der Hund soll keinen Kontakt mit dem Schutzarm haben, kein erwartungsvolles Stoßen oder ähnliches. Selbst wenn ein solches Verhalten anfangs nicht zu einem Beißen des Hundes führt, dürfen wir es auf keinen Fall belohnen. Während wir eine Absicht des Hundes belohnen, auch wenn er es noch nicht getan hat, können wir sicher sein, dass er es bald darauf tatsächlich versuchen wird. Der Hund soll ein gutes, starkes und anhaltendes Verbellen zeigen. Mit den meisten Hunden können wir allerdings nicht alles auf einmal erreichen. Der Helfer muss diese verschiedenen Verhaltensweisen trennen und an diesen zu einem gewissen Maße getrennt arbeiten. Das erste Ziel ist das eigentliche Verbellen, die Stimme des Hundes. Wenn wir bei den anfänglichen Übungen schon auf ein dichtes, gerades Vorsitzen und alles andere bestehen, können wir unter Umständen so lange warten, bis Energie und Trieb des Hundes zusammenbrechen. Und zwar noch bevor wir das gewünschte Verhalten sehen. Oder auf der anderen Seite kann ein hochmotivierter und leicht frustrierbarer Hund sehr schnell in ein hektisches Verhalten fallen. Als erstes müssen wir deshalb ein gutes Verbellen absichern. Selbst wenn der Hund dabei noch etwas unsicher oder zu weit ab ist.